Hi, heute wollen wir über JPEG reden. Beim JPEG handelt es sich um ein entwickeltes Dateiformat. Die Kamera macht quasi eine RAW-Aufnahme, entwickelt und komprimiert diese innerhalb der Kamera und speichert nur noch das reduzierte JPEG-File auf die Speicherkarte. JPEG-Bilder wirken im Vergleich zu RAW-Bildern schöner am Display und sind je nach eingestellter Komprimierung um etliches kleiner als RAW-Bilder. Kommen wir zu den Vorteilen. Benötigt weniger Speicherplatz, erkennt jeder Rechner, sieht bei der Aufnahme besser aus, kann gleich versendet werden. Nachteile. Bei der Nachbearbeitung weniger Möglichkeit, enthält weniger Bildinformation, Qualität beim großen Ausdrucken zu gering. Bei jedem erneuten Abspeichern einer JPEG-Datei wird dieser noch mehr komprimiert. Wenn du jetzt mehr wissen möchtest, schau dir mein Video JPEG oder RAW an. Wenn du Fragen hast, lass mich gerne wissen. Bis dahin.